Ach Mann, ja, was soll ich denn sagen? Es ist natürlich extrem schade für mein Werder Bremen-Herz zu sehen, dass Marvin Ducksch zu Beginn der nächsten Transferperiode zu Lazio Rom wechselt. Aber wie gesagt, was soll ich denn sagen, Freunde? Wir haben für Marvin Ducksch 14 Millionen Euro bekommen. Und 14 Millionen Euro für jemanden, der 30 Jahre alt ist und bei Werder Bremen spielt, also dass diese 14 Millionen Euro zu uns nach Werder Bremen kommen, das kann ich einfach nicht ablehnen. Deswegen, ich fand es gut, dass welche das verstanden haben in den Kommentaren, kann aber auch verstehen, dass ihr gefrustet seid, dass er halt verkauft wird, weil er ist halt doch ein ganz starker und auch sehr toller Spieler bei Werder Bremen. Das Gute ist, dass wir ihn jetzt zumindest bis zum Ende der Saison da haben und so wie ich Marvin Ducksch kenne, wird er trotzdem bis zum Ende für uns kämpfen, selbstverständlich. Also wir müssen uns da gar keine Sorgen machen und dann wünsche ich ihm schon mal jetzt viel Glück in Italien. Also, ja gut, wenn ich mir Vereine hätte aussuchen können, würde Italien irgendwie, ja, weiß ich nicht so auf Platz 1 stehen, der Vereine, wo ich ihn tatsächlich sehe, aber egal, komm, ne, Marvin Ducksch, wir gönnen ihm nur das Beste und wir hoffen, dass er Torschützenkönig in Italien werden kann. Ansonsten, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir das in der letzten Episode schon mitgekriegt haben, Nick Woltemade hat sich weiterentwickelt quasi zu einem Hauptstürmer und ihr hattet Goldrecht damit gehabt. Goldrecht gibt es überhaupt als Wort? Ihr hattet recht gehabt damit, das wollte ich sagen. Ihr lagt goldrichtig. So, jetzt haben wir es richtig rum. Nick Woltemade hat einen ordentlichen Stat-Boost bekommen, dadurch, dass ich ihn jetzt zum Stürmer gemacht habe, also nicht mehr als Mittelstürmer unterwegs. Der sitzt jetzt auf einer 71 und das hat sich doch mal extrem gelohnt für jemanden wie ihn. Ich glaube, ansonsten gab es hier keine großen Überraschungen. Genau, es gab noch eine Sache, die in den Kommentaren reingeschrieben worden ist, dass ich auch sehr gut nachvollziehen kann, und zwar diesen Lenny Köhler zu verleihen. Wir gehen mal stark davon aus, dass Pavlenka in der nächsten Saison auch unser Stammkeeper sein wird. Der wird nicht überholt von unserem Köhler zum Beispiel. Und da ergibt es nicht wirklich Sinn, naja, Köhler einfach da zu behalten auf der Bank, weil dann verliert er sein Potenzial, er kommt nicht zu Einsätzen. Also ich glaube, ihn auf die Leihliste zu packen, genauso wie Busch, ist hier die richtige Angehensweise, sodass er sein Potenzial nicht verliert, sondern weiterhin aufbauen kann. Das habt ihr auch nochmal in die Kommentare geschrieben und das will ich auch gerne so durchsetzen. Wir sehen außerdem hier gerade einen Jinma, ne, 3:1 Sieg. Ich habe meine Fresse wirklich nicht, ich habe die nicht schließen können. In der letzten Episode sagte ich ja, ne, wir werden die genauso zerstören wie Werder Bremen gegen Frankfurt und es ist irgendwie alles ein bisschen blöd gewesen. Wir haben 3:1 hier verloren gegen Frankfurt und im Real Life haben wir ein 2:0 verschenkt, ey. Und so ein blödes Ding auch noch. Und ja, da gibt es noch eine Geschichte von wegen Elfmeter und kein Elfmeter und so weiter. Darüber möchte ich mich ja gar nicht irgendwie unterhalten. Es geht mir primär vor allen Dingen einfach nur darum, dass man 2:0, ach egal, komm. Das ist jetzt hier nicht, was im Real Life passiert und so weiter. Ich glaube, ich müsste irgendwann mal ein Format machen, wo ich mich einfach hier, ja, was zum Beispiel Gamer Brother mit Schalke oder sowas macht. Ich müsste eigentlich Streams machen nach Spieltagen und mich aufregen. Also im schlimmsten Fall. Und wenn es gut läuft, freue ich mich halt eben on-stream. Keine Ahnung. Wir müssen heute ran gegen Leverkusen. Im Real Life ein Meisterkandidat. Hier in unserer Karriere würde ich sagen, kein Meisterkandidat mehr. Also ich möchte den jetzt hier nichts abschreiben, aber da fehlen halt eben 17 Punkte auf Platz Nummer 1, was Leipzig ist. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, wenn ich mir das mal anschaue, ich glaube, Leipzig wird in unserer Karriere hier Meister. Also 7 Punkte Unterschied zum Platz 2, ja, nach 29 Spieltagen. Das sieht mir sehr danach aus, dass RB Leipzig hier die Meisterschale in die Luft ragen wird, was mich sehr traurig macht, was sehr viele Fußballfans wahrscheinlich auch sehr traurig macht. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum, dass das eben passiert. Trainingseinheit machen wir diesmal mal nicht. Wir gehen hier rein ins Teammanagement, denn wir sehen schon zum Beispiel einen Naby Keita, der ist nicht mehr frisch auf dem Bein und deswegen setzen wir ihn einfach mal jetzt kurz auf die Bank. Ich denke mal, Romano Schmid hat es sich weiterhin verdient, eingesetzt zu werden. Sehr starker Spieler. Auch im Real Life ein starker Kämpfer wieder geworden. Und wir schicken da jetzt einfach mal einen, ja, es wird wahrscheinlich immer Bittenkurt sein, den ich da halt eben mitnehme. Keita. Es passt eigentlich ganz gut, dass seine Ausdauer hier relativ schlecht ist, ne? Braucht halt eben so seine, ja, wie soll man das nennen, ne? Der ist ja immer dauerverletzt und so weiter. Wir tun einfach so, als wäre er jetzt wieder verletzt. Will ich sonst irgendwas ändern? Eigentlich nicht. Dardai hat seine Sache hier saustark gemacht. Und zu viel ändern ist ja auch nicht stark. Boré war auch ziemlich gut. Ich glaube, dann muss Beino Gittens erstmal wieder mal auf der Bank hier bleiben. Ich weiß, ihr alle wollten Jinma sehen. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ich belasse es erstmal dabei, hier in diesem Spiel ihn als Joker einzusetzen. Weil Woltemade hat sich, denke ich mal, auf jeden Fall seinen Platz hier erkämpft, dass er jetzt mit seinem Stat-Boost auf der Stammposition spielt. Ich habe einen kleinen Filmriss. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was in der letzten Episode alles passiert ist, obwohl die gar nicht so lange her ist. Ich weiß auch nicht. Oder Blitz-Alzheimer oder so nenne ich das immer ziemlich gerne. Habe ich da irgendwie bekommen. I don't know. Kommt vielleicht im Alter. Wobei ich bin immer noch fast knackige 23 Jahre alt. Ich bin 22 Jahre alt, ey. Ich werde 23 im Dezember. Ende Dezember. Übrigens, 28. Dezember, wer sich das irgendwie reinschreiben möchte. Egal, interessiert ja gar keinen. Was ich sagen wollte, ist, ich kann mich nicht mehr so wirklich an die letzte Episode erinnern. Was ich nur noch weiß, ist, da habe ich, glaube ich, gesagt gehabt, Freunde, ich mache erstmal Werbung für meinen Kanal. Bitte abonniert den. Vielleicht schaffe ich die 3000 Abonnenten noch in diesem Jahr. Und es ist, der Support ist schon wieder unmöglich. Das ist unfassbar, wie ihr mich supportet und wie Woltemade hier diesen Schmied supportet, den ich gerade in
höchsten Tönen gelobt habe. Und schon macht er das, wieso ich ihn gelobt habe. Er macht hier das 1:0 nach 8,5 Minuten und beweist es. Das ist unser Österreicher. War das gerade im Hintergrund Benzema als Werbung? Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Und Volte Made war der Vorleger. Kaum ist er zum kompletten Stürmer geworden, wird er auch zum Vorlagengeber. Und Romano Schmid löst das hier eiskalt gegen den Keeper. Natürlich auch ein bisschen, war natürlich ein bisschen knapp. 4 Tore hat er schon erzielt, unser Kleiner. Und hat mich damit eigentlich unterbrochen, dass ich euch da draußen auch feiern wollte. Also euer Support war unfassbar geil. Oh, Fehlpass, ey. Ich glaube, Leverkusen, die haben ein bisschen Panik vor uns, kann das sein? Die schlechter... Also schlechter mit der vermeintlich besseren Teams ja quasi, ne? Wir spielen ja wirklich irgendwie besser. Oh, Alter, es geht schon direkt los. Was ist denn hier auf einmal los? Marvin Ducksch in der Mitte, da steht doch unser Leuchtturm. Da ist Tapsoba. Aber wir bleiben immer noch mit der Pille am Fuß. Linen. Oh, ach, da müssen wir rüberspringen. Und guckt euch mal den Trick an. Wie geil war das denn? Komm, schön gesehen. Skelly zurück auf Boré. Und der jetzt zurück auf Linen, der mal einen Fernschuss ausprobiert. Und Tapsoba ist wieder im Weg. Also sehr krass, ich habe wirklich einen guten Follower-Gang jetzt hier bekommen aus der letzten Episode und ich finde das so geil, dass ihr immer noch diese Karriere hier so feiert und so weiter. Ich liebe es einfach, random die Kommentare von euch durchzulesen, euren Support davon zu sehen, eure Ideen für die Karriere und so weiter. Das macht's zu genau dem, was ich daran halt eben liebe, okay? Euch damit einzusetzen, komm, Leute, Nick wollte mal ein Tor. Stellt euch das mal vor, so easy kann es gehen. Aber was ist mit Nick auf einmal los? Der ist ja überall auf dem Platz. Stay gegen Hlocek setzt sich durch. Hlocek ja auch ein Spieler, den wir ganz gut kennen. Den hatten wir auch schon mal in einer Werder Bremen Karriere. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. 21, bin mir nicht so ganz so sicher. Top-Talent, richtig geiler Stürmer auch gewesen. Und wisst ihr, wer noch geil ist? Guckt euch das mal an, was Marvin Ducksch gemacht hat. Den Mann reingeflankt. Oh, der kam richtig gefährlich. Und wir bleiben immer noch am Ball. Das machen wir richtig gut. Also die abgefangenen Bälle, das machen wir nicht so gut, aber die abgefangenen Bälle, zumindest der Gegner, da stehen wir immer gold richtig und so haben die Räume dicht, sodass wir den Ball einfach mal wieder annehmen können. Und oh, jetzt müssen wir aufpassen. Adli. Achtung. Patrick Schick. Aber guck mal, unsere Verteidigung sitzt ganz gut. Teller. Oh, jetzt sitzt sie nicht mehr so gut. Fernschuss. Das ist katastrophal, was er da abgeliefert hat als Schuss. Oh, das sah gar nicht gut aus. Pavlenka mit einer Traumparade mal wieder. Meine Fresse. In welcher Episode hat er denn eigentlich nicht irgendwie Golden Boots zu gewinnen? Das ist überhaupt der richtige goldene Handschuhe, ist, glaube ich, eher der richtige Preis für Goalkeeper. Das war eigentlich eine 1000%ige Chance, ne? Vereitelt durch Pavlenka. One in a million chance. Und jetzt schon wieder, Patrick. Nee, jetzt nicht schon wieder. Ich wollte gerade noch loben, wie ich auch aus den Kommentaren es besser adaptiert habe, nicht mehr so Löcher in der Verteidigung aufzureißen, indem ich meine Spieler nicht mehr so rumswitche so viel. Das hat nicht so gut funktioniert. Also bisher schon ziemlich gut. Ey, was mache ich denn jetzt auf einmal für einen Käse? Also bisher eigentlich ganz gut, aber ja, jetzt auf einmal dann doch nicht mehr, wo ich es gerade ansprechen wollte. Hlocek, da ist er wieder. Oben, Adli. Und da ist Dardai. Ich sag euch ja, Dardai, der macht seine Sache richtig gut. Adli, der könnte zum Fernschuss kommen. Das kennen wir ganz gut. Hofmann, Jonas Hofmann. Die Nummer 7 bekommen. Interessant. Und Skelly ist zur Stelle. Wir klären das Ganze ein bisschen rein jetzt hier in die Pause. Ich kriege irgendwie so Vibes wie gegen Bayern München. Haben wir auch am Ende Unentschieden geholt. Deswegen meine ich auch, der Schlechter der Top-Vereine. Naja, und irgendwie sind die ganzen vermeintlich schwierig. Das habe ich schon so oft jetzt erzählt. Ich brauche das nicht wieder durchkauen. Aber es wird hier mal wieder deutlich, dass es gegen Leverkusen irgendwie einfacher ist als das Spiel gegen Darmstadt zum Beispiel. Patrick Schick, das macht einen Fernschuss hier aus mit Friedel. Ich wollte eigentlich gerade mal schön so einen Real Talk wieder mit euch anfangen, so wie ich es vorhin halt gemacht habe. Und dann kamen die wieder mal dazwischen. Nee, was ich sagen wollte ist, ich fand das auch schön, wie viele von euch gar nicht so uninteressiert daran sind, dass ich so eine Retro-Karriere zum Beispiel mal starte, ja? Wo wir zum Beispiel dann FIFA 12 in die Hand nehmen und dann vielleicht Werder Bremen dort coachen aus 2012. Dann sind da so Spieler wie, ich denke mal, Marco Marin war noch mit dabei und so. Ja, da hast du, glaube ich, noch so Leute mit dabei gehabt wie Wesley und so. Und ich kann mir das ziemlich cool vorstellen, ehrlich gesagt. Und ich finde schön, Nick, dass ein paar von euch gesagt haben, da hätten sie Bock drauf für so eine Retro-Karriere. Vielleicht gibt es sowas in Zukunft mal. Also ich persönlich wäre dafür komplett zu haben, einfach auch in Nostalgie zu schwimmen, ne? Wie auch damals FIFA noch war. Ich kann mich noch dran erinnern. Oh, Adli. Oh, der steht da komplett frei. Oh, er schießt da drüber. Ich habe dich auch in höchsten Tönen gelobt als Riesentalent. Und was machst du? Ein Riesenpatzer. Wollen wir auch wechseln? Ja, Boré ist irgendwie nicht da, aber das ist eigentlich perfekt für den Jinma, um sich zu beweisen. Und ich werde, glaube ich, auch Agu einwechseln für den Mann, der auch nicht so wirklich, ja, weiß nicht, der ist nicht wirklich auf dem Silbertablett, der Kollege. Und außerdem sind Leute auch bereit dazu, sich meine Streams anzuschauen, ja? Und das möchte ich eigentlich auch relativ bald beginnen, okay? Ich möchte mich nie irgendwie an feste Termine halten und so weiter. Das ist irgendwie, oh, persönlicher Druck. Und da stehe ich nicht drauf. Das seht ihr ja hier zum Beispiel. Mit diesem Druck kommen meine Spieler auch nicht klar, so wie ich. Und Pavlenka, ey, der...
Na gut, fangen konnte das wahrscheinlich dann eher nicht, aber das bauen wir uns jetzt hier gerade selber zusammen, hier die Grube. Können wir das klären, bitte? Agu, schön. Sogar schön auf den Jinma. Der, oh, das macht der stark. Ein Jinma. Weltklasse. Rennjunge. Der Typ ist nicht mehr aufzuhalten. Ein Jinma vom Tor. Ein Jinma zum Schuss. Ein Jinma zum 2:1. Meine Fresse, ist das ein Superheld. Er wird wirklich zu Recht von euch und von mir, von den Fans hier im Spiel und von der Mannschaft gefeiert. Habt ihr das gesehen, wie geil er den hochgeflickt hat mit der Brust? Wir haben ihn gerade eingewechselt als Joker und instant klatscht es. Meine Fresse, Alter. Was in diesem Jungen steckt, ist unfassbar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der in Zukunft absolut zum Top-Spieler bei uns wird. Zum Stammspieler sowieso. Ich meine, er hätte rein theoretisch jetzt schon die Zahlen dafür, dass wir ihn jetzt schon von Anfang an einsetzen. So ist ja nicht, weil er macht ja Vorlagen, er macht auch Tore, er ist immer vorne sehr griffig, bissig und ja, explosiv. Aber ey, da fehlt noch vielleicht ein kleines bisschen, um ihn wirklich zum Stammspieler zu machen. Aber er ist wirklich auf einem perfekten Weg dahin. Ja, Jesus Maria. Dass er den aus dem Winkel so in den Winkel knallt, das kann auch nur ein Adli, ne? Der in diesem Spiel wirklich auch ein Powerhouse ist. Den konntest du kaum mehr stoppen. Und irgendwie wird es nur eine Frage der Zeit, wann der mal sein Tor schießt. Dass es so ein Tor wird, ey, oi, oi. Dass so ein Tor wird, ja, wie soll ich sagen, passt irgendwie zu ihm und war irgendwie zu erwarten. Guck mal, was jetzt hier los ist. Ein Jinma vielleicht direkt mit der Antwort oder was? Was hat ein Jinma jetzt vor? Ein Jinma, aus dem Winkel macht er es auch. Oh, und sogar der abgewehrte Ball, das wird richtig knapp. Bitte behalt den Ball. Ja, Linen, starker Einsatz. Jetzt unten auf den Jinma. Ja, okay, dann halt eben erstmal auf Skelly. Jetzt auf den Jinma. Wohin wollen wir denn gehen? Er macht's stark mit einer geilen Drehung hier. Oh, wo ma... Ja? Schick ihn! Nee! Warum hörst du denn auf zu rennen? Mann! Wie? Nein! Nein! Das darf nicht wahr sein. Wie haben die das denn gemacht? Und vor allen Dingen den Spieler, den ich gerade geführt habe, ne, als der Ball halt hochgeflogen kam, der da war, als wäre das so ein Windgegenstand. Hier, Widerstand. Guck mal hier, ne, die Nummer 2, hier Friedel. Ich habe ihn die ganze Zeit in Richtung des Balls gedrückt, aber er ist einfach geradeaus weitergelaufen. Das war ein bisschen Schiebung. Patrick Schick mit seinem Doppelpack. Ich glaube, 18. Tor für ihn in der Bundesliga. Boah, die jetzt grätschen es aber hardcore. Alter! Mats Hummels-Style. Könnt ihr euch noch an das Spiel gegen BVB erinnern? Da hat Hummels nur so rumgegrätscht und das war's. Das war's, der wird jetzt abpfeifen. Wir verlieren die Partie 3:2. Das ist unfassbar. Wir haben so ein geiles Spiel hier abgeliefert, um am Ende doch zu verlieren, ey. Das ist manchmal auch der Fußball. Mann, ja. Ja, jetzt müssen wir damit leben, ne? Okay. Okay, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen in FIFA. Ich bin überrascht, dass ich auch mal neue Spieler-Chats sehe. Hier wurde mich jetzt gesagt, hallo Boss, ich weiß, dass Ihre Gründe im Entscheidung im Spiel... Meine Mutter ruft mich gerade an. Was ist denn jetzt los? So, wo war ich stehen geblieben? Genau, es gibt einen neuen Spielerchat, den ich so noch gar nicht kenne. Interessant auf jeden Fall. Der, also ich weiß gar nicht, was ist mit unserer Mannschaft eigentlich verkehrt gelaufen, ne? Besteht unsere Mannschaft eigentlich nur aus irgendwelchen Clubspringern? Irgendwie so, weiß ich nicht, was ist denn das eigentlich für eine hitzige Stimmung bei uns, ne? Es passt für einen Spieler in einem Spiel nicht und so. Und instant sind sie alle sauer. Weißt du, die Teammoral ist ja auch für den Arsch, haben wir in der letzten Episode herausgefunden und so. Und auch komplett wechselhaft und stümperhaft. Guckt euch mal Marvin Ducksch zum Beispiel an. Moral glücklich. Der war ja komplett, der war ja bei null. Der war ja sehr frustriert und so, weil er immer gespielt hat und dann, weiß ich nicht, weiterhin immer gespielt hat. Und das mochte er nicht oder so. Ich kann es ja immer noch nicht erklären. Und jetzt kommt Boré, weil ich ihn ausgewechselt habe. Unsere Mannschaft ist so gereizt. Ich verstehe es nicht. Nächstes Mal läuft's besser, I guess? Was soll ich denn sagen? Ich verstehe, dass du aufgebracht bist. Nachher ist man immer klüger, oder? Aber im Spiel dachte ich halt, wir hätten alles im Griff. Wir greifen einfach im nächsten Spiel erneut an und dann packen wir es auch. Verlass dich auf. Ja, ich hoffe. Ich bin total schockiert darüber, ne? Egal, was wir machen, unsere Spieler sind... Was will Friedel jetzt? Du bist sehr glücklich. Siehst du vielleicht nicht auf dem Bild aus. Aber was ist denn hier los? Danke für die Mitte. Was für Titel? Wir sind Werder Bremen. Was wollt ihr denn gewinnen? Mit Werder Bremen. Was ist denn euer Plan? Ihr könnt irgendwie eine Schaueinlage beim Rewe-Markt oder sowas gewinnen, aber ihr könnt... Was zur Hölle? Ich verstehe das nicht. Also wir haben wirklich gereizte Spieler bei uns. Und ich weiß nicht, wie ich als Trainer da durchsetze. Vielleicht bin ich zu jung, ja? Lass es darauf einfach sein. So, komm. Jetzt vielleicht nochmal schöne Spieler hier zusammen suchen. Aber das sind halt alles auch... Ja, Torhüter brauchen wir nicht mehr unbedingt, ne? Dann eigentlich nur noch Torhüter, um sie zu verkaufen. Also, lohnt sich nicht unbedingt. Ich glaube, das war auch der letzte Monat von den beiden, sodass wir die jetzt gleich nochmal losschicken können. Oh, der könnte vielleicht ein bisschen gefährlich... Nee, kann er nicht, weil er hat eine Gesamtstärke, die gefällt mir überhaupt gar nicht.
Ja, es wäre geil, auch mal wieder hier so einen explosiven, richtig geilen zu haben. Aber die fehlen auch gerade so ein bisschen. Ja, auch wenn hier das Potenzial auch gar nicht so verkehrt ist. Aber ich habe das auch schon in der letzten Karriere gesagt gehabt, das lohnt sich alles gar nicht, die noch irgendwie hochzuarbeiten, da vielleicht einen Positionswechsel hinzubekommen oder sonstigen Scheiß. Das hat nie wirklich großen Erfolg halt gehabt. Genau, die sind jetzt wieder verfügbar. Dann schicken wir sie. Ja, eigentlich können wir direkt auch wieder nach Deutschland schicken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was suchen wir noch für Positionen. Also wir haben jetzt einen Keeper ja schon bekommen gehabt. Das ist ja schon mal von unserem Vorstand. Ich glaube, die wollten auf alle Positionen einen haben. Dann würde ich sogar sagen, wir suchen uns mal einen physisch starken Stürmer. Weil Sturm wollte der Vorstand ja auch haben. Dann suchen wir mit Milan Busch, würde ich sagen, hier in Dänemark. Ja, ist ja so ein typischer Werder Bremen, so ein Werder Bremen-Örtchen. Und wir machen mal so einen Spielmacher als ZOM. Ja. Why not? Suchen wir uns den mal einfach mal zusammen aus Dänemark. Keine Ahnung, ob sie da überhaupt solche Spielertypen haben, aber ich bin mir sicher, unsere Scouts finden alles Mögliche heraus. Und als nächstes steht eine Partie gegen VfB Stuttgart an. Also unser momentaner Fahrplan hier in der Bundesliga, der ist schon ziemlich stramm, muss man sagen. Erst gegen Leverkusen, jetzt gegen Stuttgart, die auf Platz Nummer 6 sind und gar nicht mal so schlecht da oben aussehen, haben einen guten Puffer gegenüber Borussia Mönchengladbach aufgebaut. Und wir, haben wir einen Puffer? Ne. Ne, gar nicht. Also wenn Freiburg und Augsburg gewinnen, wir verlieren sollten, dann rutschen wir echt weit runter. Da will ich jetzt, naja, nicht unbedingt gerne landen. Und die Fitness der Spieler, die hilft mir auch ehrlich gesagt nicht in so einem Spiel. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir Marvin Ducksch dann, also wollte Madi hier auswechseln, Jinma hat sich's eh verdient, hier von Anfang an zu spielen. Oder? Wollen wir mal De Jong einsetzen von Anfang an? Ich setze De Jong mal ein von Anfang an. Wir machen das mal so. Dann kriegt Marvin Ducksch auch nochmal eine kurze Pause. Der wird wahrscheinlich auch nach dem Spiel komplett ausrasten und wird sagen, Alter, wie können sie es wagen? Ne, weil, aber bei ihm ist es nicht mehr so schlimm, weil der wechselt ja sowieso. Dann machen wir Woltemade komplett raus. Wen wollen wir mal mitnehmen dafür? Ich muss Kia Rodia eigentlich auch spielen lassen, sonst rasten, die rastet, alle rasten aus einfach. Schmidt muss ich auch einsetzen, auch ein Talent und so, den ich überhaupt nicht einsetze, der überhaupt nicht seinem Talent gerecht wird und sowas. Ach Mann, wieso ist das Management eigentlich so schwer? Trainer sein ist übel. Ich möchte das alles nicht. Wobei, wir müssten wahrscheinlich, ja guck mal, Linen muss ja eh ausgewechselt werden. Aber da haben wir unseren Stamenic ja für. Also kann ich jetzt, ich denke mal, auf jeden Fall Kia Rodia hier mitnehmen. Wollte Made, wie gesagt, muss trotzdem raus. Vielleicht Bittencourt, dann haben wir hier eine Positionsmöglichkeit neben Schmied. Wobei, Bittencourt kann theoretisch, wobei das kann Romano Schmied auch, die können beide auch auf dem Flügel spielen. Also die haben auch Spielerwerte, dass man sie auf dem Flügel einsetzen kann. Und ich muss eigentlich Friedel und Dardai, also Friedel sah nicht so gut aus im letzten Spiel, ne, mit dem Gegentor, was wir da gesehen hatten. Also vielleicht da Kia Rodia mal einsetzen von Anfang an, ist natürlich gewagt, ne, keine Frage. Aber ich gehe es, glaube ich, ein. Wobei, ich könnte auch Jung einsetzen, theoretisch. Und nicht Kia Rodia. Mache ich Jung? Niklas Stark? Nee. Ja, oder riskier's? Ja, wir riskieren. Ja, wir riskieren's. Wir riskieren's, Kia Rodia. Wir gucken, wie er sich so schlägt, der Junge. Ich glaube, Kia Rodia wird auch gleich sofort gebraucht, dass das jetzt hier nicht früh zum 1-0 kommt. Der Mann stellt sich da heldenhaft dazwischen. Stenzel mit der Möglichkeit Nummer 2. Wahrscheinlich macht er es flach. Jetzt kommt Kia Rodia. Der kann ihn gut bedrängen. Behält aber hier nicht irgendwie die Pille oder sonstiges. Also kriegt den Fuß nicht an die Pille rangesetzt. Aber guck mal, der bedrängt die eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Führe ich, Pavlenka. Dankeschön. Aber Verteidigung sah jetzt ja gar nicht mal so übel aus. Und dafür, dass wir in den letzten Spielen eigentlich eher am Drücker waren, am Anfang des Spiels, ist das jetzt hier ehrlich gesagt nicht so schön, Freunde. Kia Rodia, was für ein Einsatz. Aber jetzt wird er gebraucht in der Innenverteidigung. Ich möchte ja, wie gesagt, die Verteidigung nicht so krass aufreißen, sondern die Position eigentlich eher halten. Und was mache ich? Ich reiß auf. Gut, dass Undav da nicht wirklich gut den Ball erwischt. Ja, stark, Dardai. Dardai, ich sag's euch, wie es ist, ist ein richtig geiler Innenverteidiger. Der bockt so hart. Und guck mal, De Jong muss sich jetzt mit seinem Tempo durchsetzen, das er nicht hat. Schön in den Rückraum. Klasse gemacht. Stay auf den Jinma. Der kommt hochgeflogen. Oh, und Nübel ist tatsächlich wach. Aber schön nochmal geprüft jetzt. Und das war unsere erste richtige Offensivaktion da vorne im Kasten gegen Stuttgart. Und Stuttgart bisher wirklich, ja, die bessere Mannschaft. Ich glaube, ihre 2 Chancen schon gehabt, ne? Jinma, wo wollen wir denn hin jetzt? Wieder zurück auf Stay vielleicht. Und da kommt jetzt so ein Stamenic. Oh, der wird gut bedrängt. Ja, wir müssen auf den Flügeln irgendwie ausweichen, ne? Ist gar nicht mal so schlecht, so ein De Jong eigentlich mit Flanken irgendwie anzufüttern. Weil der hat ja extrem krasse Kopfballstats. Scally, da wäre er schon gewesen. Ne, wo? Naby Keita war doch frei! Nee, was? So, ey, boah, du kommst jetzt instant raus! Du bist gekauft. Tschüss. Jung. Meine Fresse nochmal, ey.
Ja, jetzt kann man mir natürlich wieder unterstellen, wie blöd war es denn auch, Kia Rodia von Anfang an einzusetzen und so weiter. Aber so einen fahrlässigen Fehler, das macht doch niemand. Da kannst du selbst Pavlenka in die Innenverteidigung stellen, der wird das halt eben kapieren. Wie bescheuert kann man den Ball denn da bitte abwehren? Fehler hin oder her, das will ich gar nicht hören. Das ist ein Fehler, das hier gar nicht unterlaufen darf. Das ist wie, ich weiß nicht, im Straßenverkehr über eine rote Ampel fahren. Das darf dir nicht passieren. Schrecklich. De Jong, mach's wieder gerade, mach's wieder wett. Komm, flank vielleicht mal selber. Da ist Boré, Kopfball, Tor. Ach Mann, ey, das ist wieder so ein unnötiges Gegentor gewesen. Puh, ich dachte, der geht rein. Das war so ein schöner Schuss. Ach Mann, nicht mal den Keeper geprüft oder so. Wir gehen rein in die Pause. Da haben wir jetzt einiges zu erzählen hier im Raum. Ich glaube, ich wäre sowieso mit meinem Temperament, wäre ich sowieso nicht wirklich dafür geeignet, hier irgendwie wirklich eine Mannschaft zu führen oder so. Ich glaube, bei mir würden Flaschen jetzt fliegen. Boah, Alter, ich sag euch, ne, da hat, ey, und Keita macht so ein ekelhaftes Ding schon wieder, so unnötig, ich mein's ja, ich mache es so gut in einer Situation und eine Sekunde später kommt wieder der gröbste Fehler, den sich jemals dieser Fußballer erlaubt hat. Wahnsinn, ne? Wirklich wie bescheuert, das ist so ein easy Pass schon wieder gewesen. Dada ist gerade der Einzige, der hier alles rippt. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße! Nee! Das will ich mir gar nicht geben. De Jong, du bist so unfassbar schlecht. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich muss schon fast kotzen. Keita hat auch eine Leistung hier gerade im Spiel abgeliefert, wo ich wirklich auch entsetzt bin, dass ich Romano Schmid nicht eingesetzt habe von Anfang an. Dardai ist ein absolutes Tiermacher. Das zeigt schon, warum er als die schlechteste Ausdauer aus der Mannschaft hat. Mein Gott, ich kriege wirklich schon hier Anfälle. Oh, ey, Boré auch raus, Bino Gittens. Wir kriegen jetzt frische Kräfte auf jeder einzelnen Position. Weil anders geht's ja nicht. 3:0, Alter. Und davon waren 2 Tore zumindest komplett unnötig. Also 1:0 kann ich ja noch verstehen, aber die 3 Tore... Ey, was ist los? So. Da stellt sich auch keiner rein. Da stellt sich niemand. Niemand hat auch Lust, irgendwie zum Ball hinzurennen oder sonstiges. Ja, verdiente gelbe Karte, selbstverständlich. Aber was willst du denn da machen? Ich kann da den absolut nachvollziehen. Das ist irgendwie das Monster, das da hinten irgendwie alles jetzt rippen muss. Und die gesamte Mannschaft lässt ihn einfach komplett hängen. Ich fühle mich gerade wie ein Schalke 04-Fan. Guckt euch das an! Und immer ist es dieser Führig. Ja, vorne, vorwärts. Renn durch, Schmied. Das kannst du gut. Renn, renn. Oh, Mann, ey. Ja, wie bleibt der am Ball? Habt ihr das gesehen? Nee. Hallo? Ja, ach so. Und jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Jetzt wollen wir hier, wirklich, jetzt sind alle Spanschranken zu, oder was? Ja, klar. Gleich werde ich der erste Trainer in der gesamten Fußballlaufbahn, der streikt. Bei so einer Leistung, naja, auch bei so einer Frechheit, Entschuldigung, nicht nur die Leistung, ich möchte ja nicht nur meine Spieler jetzt hier irgendwie in Grund und Boden reden. Aber wenn ich auch noch sehe, was jetzt hier auch noch passiert gegen uns, dann ist das ja wirklich, das ist ja fatal. Schön zurück, Rückraum. Das muss es sein, Romano Schmid. Oh mein Gott, jetzt ist Nübel auch noch zum Gott geworden. Abseits? Ach nee, ja, gelbe Karte. Will ich euch gar nicht zeigen. Ich habe jemanden einfach komplett unnötig weggegrätscht. Komm, die können wir doch ganz gut. Warum Marvin Ducksch das nicht ausführt, ist mir ein Rätsel. Aber auch, ich bin mir sicher, auch ein Romano Schmid kann das gut. Und in der Mitte, wer steht denn da? Da ist zum Beispiel Dardai. Ihm fehlt ja noch ein Tor, aber so wird das kein Tor. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. 4:0. Es wird nach diesem Spiel im Stadion, hier im Stadion, will ich nach diesem Spiel eine extra Trainingseinheit sehen. An der Weser. An der Weser. Ich möchte so ein Weserboot mieten, wo sie den ganzen Tag hinterher schwimmen. Ich habe die Schnauze voll von dieser Mannschaft gerade. Wirklich, ich krieg das Kotzen. Nicht mal das funktioniert. Immerhin ist der Gegenspieler so geistesabwesend, dass er einfach ins Außerleben halt brennt. Würde ich auch am liebsten. Als Trainer würde ich jetzt einfach in die Kabine laufen. Was macht es jetzt noch für einen Sinn? Ich würde meinem Co-Trainer sagen, bleibst du noch hier? Ja, genau, was macht ihr denn? Ich würde meinem Co-Trainer einfach sagen, komm, weißt du was, hat keinen Sinn. Bleib hier, wenn du möchtest. Weiß ich nicht. Hol dir ein paar Nummern von Fans oder sowas. Mach dir ein schönes Leben und so. Interessiert dich einfach nicht mehr für die Spieler. Die machen jetzt einfach ihr Ding. Ich gehe schon mal nach Hause. Massimo Schöpp oder was. Ja, klar. Oh, auf der Linie. Oh, und das ist jetzt ja Abpfiff. Gott sei Dank. Raus.
Und ich hätte beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass oben rechts diesmal kein Spielerchat ist. Wisst ihr, wenn es gut läuft, wenn ich gewinne, unentschieden oder was ich sicher habe, dann kommen alle Spieler angelaufen zu mir, die nicht in diesem Spiel eingesetzt worden sind, mit ihren salzigen Tränen um die Ecke. Und jetzt, wo wir 4-0 eine Klatsche halt eben kassieren, sind es auf einmal alle kleinlaut. Was ist denn hier los? Union Saint-Gilloise, ne? Die haben sich doch gerade erst einen Keeper von mir geliehen. Den zweiten hinterher. Wie geil sind die denn drauf? Die leihen sich zwei Keeper von uns, hä? Ich hoffe, die beiden kommen auch zum Einsatz. Was soll denn der Scheiß? Okay, ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Also delegiere das. Also es ist ja quasi, ne? Da wird mein Berater wird das jetzt hier. Tatsächlich. Wie geil ist das denn bitte? Also trotz des ganzen Salz, das ich jetzt hier gerade weggestreut habe und so, ist das hier nochmal schon was ziemlich Lustiges. Wieso holen die sich zwei Jugendkeeper von mir? Was ist denn deren Plan? Ja, das akzeptieren wir selbstverständlich. Alarmstufe Rot. Wir sind auf Platz 15. Das, was sich vorhin angewittert hat. Und also, oh Gott, ey. Und auf einmal stehen wir doch wieder beim Abstieg, ne? Und haben jetzt wahrscheinlich mit das wichtigste Spiel unserer Saison. Alter, wir können uns mit dem Sieg sogar auf Platz 11 hochschlagen. Boah, es geht um viel. Es geht um sehr, sehr viel. Es sieht echt nicht gut aus für uns. Aber wir müssen halt Gott sei Dank ran gegen Augsburg. Und das ist ein Spieltag durchaus, wo wir eben Punkte sammeln können und müssen. Ist ja ganz klar. Wir gehen auch rein in die Pressekonferenz. Ich stelle mich gerne hier den Fragen und so. Marvin Ducksch, warum halten Sie an Ducksch als Startspieler fest, obwohl im letzten Spiel kein Aufwärtstrend zu erkennen ist? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier... Das ist ja wieder respektlos bis zum Gehen nicht mehr. Kurz vor dem Ende der Playoffs... Ach, Bundesliga-Saison sieht so aus, könnten sie die Playoffs nicht mehr schaffen. Glauben sie trotzdem noch daran? Playoffs nicht schaffen? Wo bin ich hier bei der MLS? Ja, wir kämpfen halt bis zum Schluss. Guck mal, Marvin Ducksch wenigstens wieder sehr glücklich. Auf dem Papier sind sie ebenbürtig und so. Ich sag einfach, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Und guck mal, die Teammoral ist trotz den herben Krisen, die wir jetzt hier gerade erleben, bei glücklich. Und lass mich raten, die Spieler sind es gleich nicht. Wir gehen mal rein und gucken uns mal... Ja, ich sehe schon, alle sind eigentlich... Nein, nicht alle. Oh, es gibt auch welche, die sind ziemlich glücklich. Ach Gott, ich muss Dardai auswechseln. Ist das euer Ernst? Mit der beste Spieler bei uns. Ich meine, okay, dann kriegt Niklas Stark halt wieder die Chance. Was ihr jetzt vielleicht nämlich nicht wisst, ist, nach der letzten Partie wurde mir in der Pressekonferenz gefragt, warum Niklas Stark nicht gespielt hat und ob er vielleicht den entscheidenden Faktor hätte sein oder hätte bringen können. Ja, was soll ich sagen? Also, nein. Selbstverständlich nicht. Also, egal. Ja, Keita werde ich auswechseln, einfach weil er keine gute Form momentan hat und der muss dafür einfach mal bestraft werden. Da ist Romano Schmid der absolut bessere Spieler, viel bissiger vorne, habe ich ja schon so oft erzählt. Boré hat mir auch nicht so gut gefallen, da will ich einen Jin mal wieder einsetzen von Anfang an, der hat sich das verdient. Woltemade in der Mitte und Ducksch ist auch irgendwie besser auf den Flügeln aufgehoben. Es klingt total bescheuert und ich könnte mir das nicht selber sagen vorm Spiegel, aber Ducksch ist der bessere Flügelspieler als Stürmer. Das klingt so dämlich, aber ich beweise es ja. Ne, von Spieltag zu Spieltag. Ich stand schon oft mit einer Mannschaft im DFB-Pokalfinale. Ich stand schon oft genug im Champions-League-Finale. Aber das ist, glaube ich, gar nicht bei uns in der Karriere bisher. Das müssen wir auch mal ändern. Aber ich stand schon oft in wichtigen Momenten und Wettbewerben und alles. Auch in wichtigen Situationen der Saison. Aber irgendwie so ein Herzrasen wie jetzt hatte ich selten. Ich bin ehrlich mit euch. Ich fühle in EAFC 24 das erste Mal so richtig, richtig mitfiebern und Fan sein und alles. Können wir da durchsitzen? Ah, schade. Auf einem Level, wo ich sogar in einem Spiel gegen Augsburg das Gefühl habe, dass ich hier jetzt wirklich die Decke meines Hauses hier einfach rausreißen könnte. Ich habe so Bock auf diese Partie und ich bin eigentlich, auch wenn ich sehr salty war gegenüber der Mannschaft, jetzt in einem ziemlich guten Zustand, um sagen zu können, ich vertraue meiner Mannschaft. Ich denke optimistisch, das ist in so einer Situation eh das Beste. Und jetzt heißt es, aufpassen, dass Augsburg daraus nichts gewinnen kann. Bello. Und da ist Scarly. Oh Gott, ey, das war so ein Moment schon wieder, ne, wo wir aus erfahrungstechnischen Gründen eigentlich wussten, dass wir den Ball nicht behalten werden. Oh, geil von Ducksch. Deswegen ist er Flügelspieler. Dribbeln kann er, Junge, ja? Und guck mal, drei Spieler warten dort jetzt in der Mitte auf uns und auf die Pille, die ich jetzt reinbringe. Und da kommt zum Beispiel der Romano Schmid dran. Pfosten! Das ist einfach ein scheiß Scherz, Alter. Hier, nimm den. Der rennt auch durch. Ach so. Gott sei Dank. Wenigstens eine Grätsche, die funktioniert hat. Ach, es war auch noch ein Foul. Ja, naja, ist klar. Gibt jetzt wahrscheinlich auch noch eine gelbe Karte hinterher. Nee, das gibt's nicht. Nur ein paar mahnende Worte. Ja, ein bisschen Pech von uns, aber kennen wir ja schon. Das ist er. Durch ist er.
Und das ist Linen von allen Spielern. Oh Gott, was macht Linen denn jetzt? Linen, zieht in die Mitte. Linen, per Schuss und Damen muss da helfen, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass Linen solche Qualitäten besitzt. Aber man lernt ja nie aus über seine Mannschaft. Dem Mann, du kannst auch Flanken schlagen. Das habe ich schon oft gesehen. Auch im Training hast du es bewiesen. Und da sehen wir es jetzt auch schon. Breithaupt, das muss wieder ein Eckball sein. Das ist auch goldrichtig. Die Schiedsrichterin an der Stelle hat alles richtig gemacht. Dem Mann sagt schon ruhig, Leute. Ja, nicht so aufdringlich hier werden. Nächste Flanke kommt rein. Dem Mann. Da bringt er die wieder richtig schön. Aber es ist halt leider nicht ausreichend. Skelly mit dem Fernschuss. Skelly mit dem Traumtor zum 1:0 gegen Augsburg. Und die Fans sind ruhig. Sind keine Werder Bremen-Fans mitgereist oder was? Und Skelly mit seinem ersten Tor oder nicht? Und dann direkt so ein Brenner. Damit hat niemand gerechnet. Boah, wie er da den Sprint vollzieht, Alter. Und jetzt einfach drauf jallert. Das ist auch wirklich, man sieht in diesem Schuss, da ist der ganze Frust drin. Skelly hat jedes Spiel miterlebt, ne? Ein Stammrechtsverteidiger, wie er im Buche steht, spielt in jedem Spiel mit, hat die Scheiße erlebt, die wir gegen Leverkusen abverzapft haben. Hat die Scheiße gesehen, die wir gespielt haben gegen Stuttgart und dachte sich so, Freunde, ich bin so auf 180. Ich knall diese Wumme jetzt hier so voll ins Netz. Und das hat sich auch bewiesen. Geiles Tor von ihm, Alter. Oh, Jinma und Woltemade im Doppel hauen die Gegner da so um. Oh, die Ballannahme. Oh, der ist immer noch dran. Nee, ist er jetzt nicht mehr. Hätte noch mal ein bisschen mehr geben können. Wie geil machen die das da eigentlich vorne auf einmal gegen die Gegner? Stay, macht's da mit rechts, ey. Wahnsinn. Und auf einmal sind wir doch wach. Ich habe euch ja gesagt gehabt, ich habe ein gutes Gefühl gehabt in diesem Spiel. Und ich merke das jetzt auch. Die Mannschaft versteht sich wieder. Die Mannschaft ist wieder da. Das macht auch die Moral, da bin ich mir sicher. Die wir ja jetzt wieder hochpushen konnten, nachdem wir da ganz, ganz große Probleme hatten. Wir konnten irgendwie die Mannschaft nicht erreichen. Und die Mannschaft sich selber ja auch irgendwie gefühlt nicht. Weil die alle mit sich selber auch ziemlich unzufrieden waren. Und guckt euch das mal an, wie die auf einmal jetzt spielen. Dem Mann, komm, mach's doch einfach mal. Dem Mann! Ja, warum nicht? Ganz ehrlich. Das war ein schöner... Stell dir mal vor, da macht er auch noch so ein Tor. Das war ein guter Versuch. Bisschen in den Boden da gestanzt oder so. Oder eine ganz komische Schusstechnik, aber es war mal ein Versuch wert. Und die Leistung spiegelt das auch absolut wider. Das sehen wir bei Skelly. Und guckt euch mal an, wo der alles auf dem Feld halt ist. Das ist gerade so unser Worker. Oder wie nennt man das? Weißt du, das ist unser Workaholic. Genau, so nennt man das. Der ist am Ackern wie sonst was da in der Defensive. Hilft auch ein bisschen in der Innenverteidigung halt eben mit. Aber wir sehen auch die Flecken da vorne auf der Flügelposition. So ein bisschen invers, ne? So ein bisschen in Richtung Mitte. Da ist unser Skelly halt eben unterwegs. Für Friedel auch ziemlich krass, dass der eine 7,7 hat, habe ich jetzt nicht so gesehen. Und schaut man so ein bisschen weiter runter, dann sehen wir, dass es da doch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt in der Innenverteidigung. Gerade vorweg bei Niklas Stark. Ne? Also es hat auch einen Sinn ergeben, warum ich ihn nicht eingesetzt habe. Da muss sich die Presse überhaupt nicht beschweren, dass er nicht spielt. Romano Schmid ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil das hat er, glaube ich, nicht verdient. Aber Niklas Stark sehe ich da wirklich. Und ich sage ganz ehrlich, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich kann es jetzt nicht riskieren, dass wir wieder so eine Scheiße in der Innenverteidigung erleben, mit dummen Fehlern und alles. Da ist es für mich jetzt absolut sicherer, zum Beispiel Jung reinzusetzen, wo ich weiß, dass der, wenn der eingesetzt worden ist, bessere Leistung abgeliefert hat. Setz mal dein Tempo ein, Jinma. Setz dein Tempo ein! Setz dein Tempo ein! Das ist richtig gut, Jinma in der Mitte! Es wollte Made zum Schuss! Oh Gott im Himmel! Es war halt nicht gut, ne? Der Keeper stand schon zum kurzen Pfosten. Mit links schießen ist nicht wirklich so stark bei Nick wollte Made und so. Aber ey, ganz ehrlich, der hat das Beste daraus gemacht, ne? Also ich muss ja auch trotzdem stolz auf die Leistung sein, die er gerade abgeliefert hat. Nächster Eckball, Marvin Ducksch, da ist Nick wollte Made! Nix da. Und jetzt anrennen. Friedel! Oh, der ist durch! Der ist... Nein! Nein! Unser Traum! Und ich bin ehrlich mit euch, die hatten nicht viele Chancen gehabt. Ich will nicht wieder diese Karte spielen, weil wir sind dafür immer noch selbst verantwortlich. Das sind immer noch wir, aber ganz ehrlich, wir hatten viel, viel bessere Chancen quasi gehabt. Also viel mehr vor allen Dingen. Oh, Skelly, mach doch keinen Scheiß. Du bist so ein guter Spieler in dem Spiel gewesen. Jetzt auf einmal sowas. Jetzt bricht die Mannschaft wieder auseinander. Wenn das passiert, ich glaube, dann habe ich gleich keinen PS5-Controller mehr. Macht jetzt keinen Scheiß. Wirklich jetzt. Ehrlich, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Skelly, er macht alles wieder gut. Skelly ist zur Stelle, ich sag euch das ja. Skelly, Alter, die sind jetzt richtig am Kämpfen. Meine Fresse. Und so konzentriert war ich selten. Ich bin richtig am Schwitzen. Wir haben Winter. Ich bin richtig... Sauer. Ich bin richtig sauer.
Ich habe Zweikampf gedrückt. Das kommt jetzt auch noch ins Spiel, oder was? Ich habe Zweikampf gedrückt. Ich wusste nicht, dass mir das Spiel auf einmal den Ball einfach schenkt, sodass ich dann halt zum Schuss komme, wenn ich dann halt hier in der Situation Viereck drücke. Und natürlich ist das jetzt auch noch ein Eckball, ach, ein Einwurf für die. Meine Fresse. Jetzt ist schon wieder alles daneben. Jetzt ist es schon wieder so, dass das Spiel möchte, dass man einfach jetzt hier gar keine Chance mehr bekommt, Mann. Ich merk's doch. Es liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, Mann. Ja, klar, falsch getimed oder was. Danke, Jung. Der ist wieder zur Stelle. Schön, besser als stark, auf jeden Fall. Jetzt Nick. Er muss durch. Nick muss das alleine jetzt versuchen. Hat die Möglichkeit zum Ausgleich. Und Nick! Es ist unfassbar. Es ist so anstrengend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist schlimmer als eine Vollzeitschicht. Flanke. Wer ist der Annehmer? Gar keiner. Ein Jinma? Ein Jinma. Na, gar keiner, sag ich ja. Flanke, dem Mann, der kommt gut geflogen, aber halt nichts am Ende wieder draus geworden. Wir sind am Kämpfen und am Göllen und es wird nichts da draus. Ja, immerhin. Joa, ey. Bitte, wenigstens den Ausgleich. Komm schon. Weiter. Ja, da ist Romano Schmid. Nein! Nein! Traurig, es wäre nicht zum Ausgleich gewesen. Nicht mal zur Führung. Und er pfeift jetzt ab. Er pfeift jetzt ab. Ja. Ach du Scheiße. Ich bin ein gebrochener Mann. Ich würde jetzt normalerweise ziemlich ausrasten und mich freuen darüber, dass ich ihn jetzt endlich zum Profi befördern kann. Aber ich bin ehrlich mit euch. Also nach der Leistung, die ich jetzt hier schon mehrfach, ja, Ihendo verlässt übrigens auch den Verein für irgendwie 900.000 Euro, ach nee, das ist Köhler. Ihendo haben wir auch trotzdem verkauft für 900.000 Euro, da kam auch ein Angebot halt eben rein, das habe ich euch jetzt auch wieder mal unterschlagen und so. Vielleicht sehen wir jetzt hier sogar, Leihe von Kiarodia endet demnächst, ist jetzt nicht so das, was ich sehen wollte. Werner freut sich natürlich, dass er spielen kann. Ich wäre normalerweise jetzt ziemlich euphorisch darüber, dass er endlich halt eben da ist und so, aber ich kann jetzt ja auch nicht so tun, als wäre nichts los. Wir brauchen wirklich eine Krisensitzung irgendwie gerade. Wir haben die 30. Partie absolviert, oder? Na, es gibt auf jeden Fall jetzt 3 oder 4 Spiele nur noch zu absolvieren, ne? Am Ende dieser Saison. Und wir gucken noch mal ganz kurz, wo wir eigentlich stehen in der Tabelle. Und wir sehen, das ist Platz Nummer 15. 31 Spieltage gespielt. Und es wartet Heidenheim auf uns. Nicht als Gegner, das ist natürlich Borussia Mönchengladbach. Wieder mal ein sehr schwieriger Gegner, was uns eigentlich in die Karten spielt, weil da sind wir ja statistisch gesehen besser. Aber wir haben nur 1 Punkt vor Relegation und 3 Punkte vor dem Abstiegsplatz. Da gibt es jetzt natürlich nicht wirklich viele Optionen. Und da freut man sich nicht, jetzt gerade Werder Bremen-Fan zu sein. Meine Damen und Herren, ich weiß, die Kommentare werden mich lynchen wahrscheinlich. Mit Hate und was weiß ich nicht was, dass ich so scheiße spiele. Aber eins müsst ihr mir lassen. Dadurch, dass ich so ein absolut beschissener FIFA-Spieler bin, mache ich die Karriere ziemlich spannend. Und es geht auf in der nächsten Episode in das Saisonfinale, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, ihr seid damit von der Partie, weil ich glaube, das wird ein richtiger Cracker. Und ich glaube, da wird unser Blutdruck wirklich nochmal richtig auf die Probe gestellt. Bis dahin, ich wünsche noch alles Gute, haut rein und tschüss, tschüss.